Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Das nächste Al-Wazir Review, heute geht es um den Mysteryland. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit dem Mysteryland von Al-Wazir. Leute, wir haben den ja schon mal auf einer Messe geraucht und ihr wisst ja auch, der hat uns auf jeden Fall nicht so schlecht gefallen. Als erstes blenden wir euch aber den Kopfbau ein. Da seht ihr, der Schnitt ist eher mittel, ja. Entgegen dem Trend, dass ja alles im Moment sehr, sehr fein ist, ist der Al-Wazir einfach mittel. Es gab auch ein paar grobe Stückchen, es gab ein paar feine Stückchen, auf jeden Fall ein ganz netter Mix. Im Hotshot würde das eng werden, im Tonkopf aber auf jeden Fall absolut kein Problem. Er ist relativ trocken, für einen Al-Wazir war jetzt der Shot aber sogar relativ feucht, aber allgemein Al-Wazir eher trocken. Preislich liegt das Ganze bei 17,90 € für 250 Gramm. Wir haben das runtergerechnet auf die 200 Gramm, das waren 14 € irgendwas, also relativ günstig, was ja schon mal ganz nett ist, weil im Moment geht ja alles eher so in die 17 € pro 200 Gramm Richtung, deswegen das auf jeden Fall ziemlich nice. Ja, was soll das Ganze sein? Drachenfrucht und Eisgletscher. Also wir nehmen mal an, mit Eisgletscher ist, diese Eisbonbons sind damit gemeint. Und ja, auch seht ihr ja nebenbei schon, ich würde sagen, ich ziehe trotzdem noch ein paar Mal und dann kommen wir zum Geruch. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle an den Nick, dass er uns den Shot da gelassen hat. Sehr, sehr nice. Können wir das Ganze für euch testen, ohne nochmal ein Düschen jetzt zu holen. Aber wer weiß, vielleicht will man das ja sogar. Das Ganze riecht für mich eher so nach... ja, so eine Eisbonbon-Fruchtnote. Also es ist nicht so typisch, wie diese Eisbonbons riechen, sondern eher so ein bisschen noch fruchtiger, noch ein bisschen eben diese Drachenfrucht bei. Die Drachenfrucht erinnert mich so teilweise leicht an einen Energy Drink, aber nicht so, so richtig krass wie so ein Red Bull oder sowas, sondern halt wirklich so... dezenter gehalten, aber trotzdem so diese Hauchnote davon drinne. Ich schnupper nochmal dran. Okay, also ich wäre vorher auf jeden Fall niemals auf Energy Drink gekommen, aber jetzt, wo du es sagst, weiß ich auf jeden Fall, was du meinst. Also ja, es ist irgendwie diese chemisch frische Energy-Note ist da auf jeden Fall am Start. Eisbonbons rieche ich jetzt eigentlich nicht so direkt raus. Ich rieche es aber schon so hier in der Rauchentwicklung auf jeden Fall. Also Eisbonbons, na, eher nicht so. Drachenfrucht, ja, es hat was Fruchtiges. Ich würde sagen, es ist mehr wie so ein Drachenfrucht-Energy-Mix. Mhm. Aber es ist jetzt auch kein klassischer Energy-Tabak, dürft ihr uns nicht falsch verstehen. Ich mache direkt weiter mit dem Geschmack. Da sieht das Ganze nämlich für mich ein bisschen anders aus. Ich finde, die Drachenfrucht kommt dann deutlich besser rüber. Aber auch die Eisbonbons sind echt gut am Start. Also man hat auf jeden Fall so diesen leichten Abgang, den diese typischen Eisbonbons im Geschmack so haben. Gerade bei Eisbonbons und Tabak auf jeden Fall am Start. Gefällt mir ziemlich gut. Ich hätte, also als ich das gehört habe, ne, Drachenfrucht, Eisbonbons, dachte ich eigentlich nicht, dass das geil sein kann. Ist es aber. Ja, bei mir das erste Mal, als ich den geraucht habe, war es so, ja, probier mal. Ich verrate dir jetzt nicht, was drin ist. Und ich dachte mir so, wow, schmeckt auf jeden Fall ziemlich geil. Was ist da wirklich drin? Und irgendwann habe ich es dann endlich erfahren und dann dachte ich mir so, hätte ich jetzt eigentlich nicht wirklich rausgeschmeckt, beziehungsweise nicht erwartet, dass es das ist. Auf jeden Fall, jetzt so beim Rauchen kommt auf jeden Fall diese Eisbonbon-Note ziemlich gut durch. Auch die Drachenfrucht ist definitiv am Start. Diese Energy-Note, die ich so schön genannt habe, kommt auf einmal gar nicht mehr so durch. Das ist trotzdem noch so was fruchtig-frisches, aber nicht mehr diese typische Energy-Note, die ich eigentlich gerochen habe. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut, ist auf jeden Fall ein sehr leckerer Tabak. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich gebe ihm auf jeden Fall die 10 Sterne, weil ich finde, es ist mal was anderes, es ist mal was Neues, was man aber sonst noch nicht eher geraucht hat und deswegen auf jeden Fall sehr gut umgesetzt und sehr lecker. Ja, also sehr lecker auf jeden Fall. Ich würde ihm... aufgrund, also wir haben ja noch nichts zum Rauchverhalten gesagt, ich finde diese Eisbonbons und Tabaks haben manchmal so die Eigenschaft, dass sie so ein bisschen drückend sind. Mhm. Und ich finde, es ist auch bei dem so, von daher würde ich da schon mal einen halben Punkt abziehen. Einen anderen halben Punkt
würde ich dafür abziehen, dass die meisten Al-Wazir relativ trocken sind und deswegen nur so, je nachdem mit wie vielen Leuten ihr halt raucht. Also wir hatten letztens 3 Leute an einer Pfeife mit Al-Wazir und der Kopf war halt nach spätestens einer Dreiviertelstunde komplett tot. Was mir halt echt ein bisschen zu wenig ist. Also das fand ich schon wirklich krass. Würde ich auf die Feuchtigkeit schieben und deswegen noch einen Punkt abziehen. Bist du bei mir bei den 9 Punkten oder sagst du nee? Doch, also du hast jetzt wo du es sagst, diese Punkte habe ich gar nicht so im Kopf behalten, beziehungsweise außer Acht gerade gelassen. Bruder, der schmeckt gut, dein Punkt. Nein, er schmeckt auf jeden Fall geil, aber wie du halt gesagt hast, es fehlt einfach ein bisschen an Feuchtigkeit und das sind auf jeden Fall auch diese typische Eisdrückennote, die man so hat. Ja. Mindert auf jeden Fall das Ergebnis. Hat man aber leider bei vielen Eisbonbon-Tabaks. Das ist jetzt nicht der Erste, der dieses Problem hat. Der Start Now Polar Breeze hieß der, glaube ich, ne? Der hatte das extrem. Auch der Ginny hatte das heftig. Ja. Also wenn du bei Ginny an der Dose gerochen hast, bist du schon fast vom Stuhl gefallen. Ja. Dafür ist der sogar noch human. Aber wir hatten auch schon Eisbonbon-Tabaks, die das gar nicht hatten. Deswegen auf jeden Fall ein halbes Pünktchen Abzug dafür. Halbes Pünktchen Abzug dafür, dass die meisten Al-Wazir uns einen Ticken zu wenig feucht sind. Aber allgemein auf jeden Fall eine geile neue Kombination. Also Eisbomben und Drachenfrucht. Ich kenne jetzt so aus dem Stegreif keinen anderen Tabak, der das sein soll. Und der ist es. Und der ist es ziemlich gut. Deswegen 9 Punkte von der Shisha WG. Das soll es dann für das Review wieder gewesen sein. Oder wie immer, Däumchen nach oben da lassen, abonnieren, Video rausschicken an die Freunde, die das interessieren könnte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Ciao.